Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem ca. 15- bis 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats März 2024 für den Aszendenten Steinbock anhand des vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Erstens, Deutung wie immer anhand des Aszendenten Steinbock, nicht anhand des Sonnen- oder Sternzeichens Steinbock. Das bedeutet, sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, bitte ich Sie unterhalb in die Videobeschreibung den Link aufzurufen, wie Sie gratis Ihr vedisches Horoskop erstellen können. Und das Symbol im ersten Haus hier zeigt dann Ihren Aszendenten an, denn dieser ist in der vedischen Astrologie wichtiger wie das Sonnenzeichen. Dann zweitens, und zwar große Sonderaktion von meiner Ehefrau Brunhilde, die ebenfalls in der vedischen Astrologie tätig ist. Und zwar bietet sie eine 30-minütige Audiodatei an, als vedisches Horoskop, basierend auf ihrem vedischen Horoskop zu einer Frage oder einem bestimmten Thema oder generell als Rundreise durch Ihr vedisches Horoskop erhalten Sie also eine gesprochene 30-minütige Audiodatei. Das nur für 97 Euro. Also wirklich große Sonderaktion. Unbegrenzt, so viele wie sich melden. Aber dafür nur bis zum 29.02.2024. Link dazu auch unterhalb in der Videobeschreibung. Dann können wir schon loslegen. Und hier haben wir Ihren Chart. Dann den Stand der Planeten am 1.3.2024. Ich habe ja die letzten Monate bereits sehr viel erläutert zu den langsam laufenden Planeten. Das sind Jupiter, Saturn und die karmische Achse Rahu Ketu. Also, denn die sind zwischen einem Jahr und 2,5 Jahre in der gleichen Haus- bzw. Zeichenposition. Und beeinflussen von daher längerfristig Ihr Schicksal und nicht nur für einen Monat. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, macht es also Sinn, auch die Vormonate anhören zu können. Trotzdem werde ich auch in diesem Video wieder etwas dazu sagen, vielleicht nicht ganz so lang, weil heute noch andere Themen wichtig werden. Ich beginne mit Saturn. Saturn ist bis Frühjahr 2026 ja noch in den Fischen. Nun, im Zeichen Fische haben Sie das dritte Haus und hierin haben wir interessanterweise nun auch die Sonne und in den ersten 10 Tagen von März den Merkur. Jetzt unabhängig mal der beiden anderen Planeten, Saturn in Haus 3 ist insofern sehr wichtig, weil es ist ja Ihr Aszendent, den Herrscher. Das heißt, er beschreibt Sie in Aktion. Das dritte Haus steht für Suchen, ja, und alles oder Suchen oder Wollen oder Information, Lernen wollen, Erfahrungen machen. Und alles beginnt, ja, dass man in Aktion tritt, mit etwas anfängt, einen Schritt unternimmt, um vorwärts zu kommen. Und deswegen steht das dritte Haus auch für Veränderungen. Das bedeutet, Sie befinden sich unter diesem karmischen Einfluss von Saturn in einer Veränderungsenergie, wo Sie mehr geneigt sind, Neues aufnehmen zu wollen, ja, Veränderungen einleiten zu wollen, sich klarer werden wollen, was will ich überhaupt, diesbezüglich sich mehr Wissen beschaffen, vielleicht mehr Fähigkeiten aneignen, vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, mehr reisen, aktiver sind, mehr Initiativen unternehmen. Sie machen das mit der saturnischen Gründlichkeit. Das bedeutet, Sie gehen dabei eher längerfristig vor und neigen natürlich mehr, dass Sie hier in die Tiefe gehen, was ja gut ist. Ja? Interessant ist, ja, dass wenn man das tut, egal wo man jetzt anfängt, und man geht den Weg immer konsequent weiter, kommt immer mehr in die Tiefe, man bleibt dran, ja, man bleibt offen und immer mehr zu verstehen und zu lernen, dann führt uns ja der Weg zum 9. Haus, ja, das liegt Ihrem 3. Haus gegenüber und das 9. Haus steht für die höchste Wahrheit,
für die Selbst- und Gotteserkenntnis, für die göttlichen Gesetze, für die höheren Werte des Lebens, für Weisheit, für das Finden eines Gurus, ja, eines kompetenten spirituellen Lehrers also. Solche Dinge, da kommen wir dann hin, ja. Und Saturn haben sie dazu in einer super Position, um diesbezüglich hervorragend vorwärts kommen zu können. Das natürlich, ja, mit Saturn die Dinge vielleicht ein bisschen zäher und langsamer gehen, aber nicht so schnell wie gewünscht, ist eine andere Sache. Mehr Infos, wie vorher gesagt, in den anderen Videos dazu. Dann haben wir Rahu im vierten Haus und Ketu in Haus 10. Das bedeutet, eigentlich ist das Ziel, dass es darum geht, wie sie noch mehr in ihre Macht kommen, ja, und auch eine Autorität werden, wie sie noch mehr Einfluss nehmen können in ihrer, wie soll ich sagen, in ihrer Wirkung nach außen, wie sie mit noch mehr Wucht Wirkung haben können in der Welt, wie sie damit ihre Karriere beschleunigen und intensivieren können oder verbessern können. Darum geht es mit Ketu in Haus 10. Aber damit es da weitergeht, muss jetzt Rahu in Haus 4 einige Dinge bewegen. Und diese karmische Achse ist von Mitte 2023 bis Januar 2025 in dieser Position. Das heißt, Rahu in Haus 4 bringt jetzt eine gewisse innere Unruhe hervor, ja, eine gewisse innere Leere hervor und bringt vielleicht auch Stress, meinetwegen, mit der Wohnsituation, mit der Situation in der Heimat. Vielleicht hat es die Mutter ein bisschen schwerer oder die Beziehung zur Mutter wird schwieriger. Solche Dinge, ja, der Wohlstand verändert sich, ja. Rahu macht Stress im vierten Haus. Das bringt sie mehr zu den inneren Themen des vierten Hauses, denn das vierte Haus steht oder ist das erste Haus der spirituellen Häuser. Hier beginnen wir unsere spirituellen Aktionen, unsere spirituellen Handlungen und die beginnen mit Persönlichkeitsentwicklung und mit der Kultivierung inneren Friedens. Und dadurch, dass sie da mehr Energie einsetzen, ja, kommen sie letztlich auch mehr in ihre Fähigkeit, mit ihrer Wirkung nach außen. Sie kommen mehr in ihre Macht, sie werden mehr eine Autorität. Denn das bedingt sich gegenseitig. Wie stark man außen sein kann, wie stark man in seine eigene Macht kommt, hängt auch davon ab, wie viel Persönlichkeitsentwicklung man macht und wie weit man gekommen ist mit der Kultivierung inneren Friedens. Dann kommen wir zu Jupiter. Der ist von Mai 2023 bis 24. Mai 2024 im Stier, sprich ihrem fünften Haus. Hier haben wir eine Situation, dass sie Glück und Freude dort finden, ja, also wirklich, oder auch, dass sie ein höheres Verständnis des Lebens entwickeln, wenn sie sich mehr auch mit ihrer Individualität beschäftigen. Ja? Wer bin ich? Was sind meine Talente und Neigungen? Wie habe ich Freude? Woran habe ich Freude, wenn ich mich auf welche Art und Weise kreativ ausdrücken kann? Was ist diese Art von Kreativität, die ich liebe, mit der ich gerne meine Arbeit mache, sodass andere dadurch auch von dieser Begeisterung erfasst werden können? Dafür haben wir mit Jupiter in Haus 5 gute Voraussetzungen. Jupiter in Haus 5, wenn ihr fünftes Haus im Horoskop auch brauchbar ist, ist eine gute Energie, um die Beziehung zu den Kindern verbessern oder ist gut für die Kinder selber oder bessert den Zustand, wie er vorher war, ja, seitdem Jupiter eben in diese Position gekommen ist. Nun kommen wir zu den schneller laufenden Faktoren. Hier beginne ich jetzt mal gleich mit der Sonne. Die ist ja bis zum 21. März auch im Zeichen, wo der Saturn ist. Und darin ist auch der Merkur,
der zumindest bis 10. März in dieser Position ist. Nun, die Sonne ist jetzt so ein Auslöser, ja, dass etwas mit dem dritten Haus vielleicht tatsächlich gestartet wird. Ja. Vielleicht, die Sonne ist ja bereits seit, ich weiß nicht, 20. Februar oder was, in dieser Position. Und in der Zeit, so bis 21. März, ja, vielleicht beginnen Sie jetzt mit etwas, wo Sie sich mehr informieren wollen. Vielleicht wollen Sie etwas lernen, weil in den ersten 10 Tagen, ja, haben wir Merkur auch drin. Das heißt, vielleicht wollen Sie eine neue Sprache lernen. Vielleicht, weiß ich nicht, gehen jetzt nicht in der Volkshochschule auch die Frühjahrskurse los in Deutschland? So, könnte ein Thema werden, ja. Sprachen lernen, sich Wissen aneignen, informieren, solche Dinge, vielleicht auch kurze Reisen unternehmen, ist ja auch Merkur, ja. Und Sonne in Haus 3 ist eine Konstellation, die wirklich sehr gut ist, um eine Initiative in Gang zu setzen, ja, dass Sie mit etwas, was Sie wollen, jetzt starten oder dass Sie hierfür mehr Willen einsetzen. Ja. Nun haben wir natürlich den Saturn auch da drin. Das ist insofern gut, weil er auch Ihr Aszendentenherrscher ist, aber gleichzeitig die beiden Energien, Saturn und Sonne, vertragen Sie nicht so. Das bedeutet, es kann auch etwas zögerlich gehen, kann auch etwas Rückschläge geben, kann dann sich ganz anders entwickeln wie geplant. Aber das soll uns nicht hindern. Ja? Wichtig ist, ich sage immer so, was ist denn Mut? Mut ist nicht, dass man sagt, ich bin mutig und ich habe keine Angst. Sondern Mut bedeutet, dass ich im Angesicht der Fehlschläge oder im Angesicht von Gefahr oder im Angesicht von Widerständen und Hindernissen trotzdem weitermache. Das ist Mut. Und wir sehen jetzt, dass da schon der Saturn drin ist. Ja, okay, gut, aber auch wenn es langsam geht und wenn man gemerkt, man das Gefühl hat, man wird man auch gebremst, man marschiert trotzdem. Bei Ihnen ist es nicht so tragisch, weil Sie ja auch Saturn sind. Ja, da sind Sie trotzdem mehr bei sich. Aber trotzdem bleibt Saturn immer Saturn, das dürfen wir nicht vergessen. Und macht die Sonne macht nun das dritte Haus einfach wichtiger. Vielleicht gibt es mehr Kontakt mit den jüngeren Geschwistern. Ja, das könnte auch noch so ein Thema des dritten Hauses sein. Dann haben wir auch den Neumond in Haus 3. Der ist am 10. März. Bitte bedenken Sie, Neumond und Vollmond, diese Tage sind nicht gut zum Start von einem wichtigen Vorhaben. Also wenn Sie sagen, ja, ich schreibe mir jetzt am 10. März zum Beispiel in die Universität ein, weil ich will meinetwegen studieren, ich sage jetzt irgendwas, dann bitte nehmen Sie einen anderen Tag. Weil wenn der Mond dunkel ist, dann hat er nicht die Energie, das Wachstum Ihres Vorhabens fördern zu können. Stattdessen sind Neumond und Vollmond sehr gut für Meditation, sich mit seinem Bewusstsein mehr auf Gott auszurichten. Denn die Ebenen sind jetzt durchlässiger. Da können wir uns besser mit der kosmischen Steckdose verbinden. Außerdem, sagen die Veden, sind Neumond und Vollmond sehr gut, um unserer verstorbenen Vorfahren zu gedenken. Denen haben wir schließlich auch viel zu danken, welche Fähigkeiten wir haben und dass es uns überhaupt gibt. Der Neumond nimmt dann zu, darum geht der da weg. Der Merkur geht dann auch raus am 11. oder 10. genauer gesagt ins Haus 4. Merkur in Haus 4 unterstützt den Rahu bei der Arbeit, über die ich schon gesprochen habe, brauche ich also jetzt nicht nochmal extra länger ausführen. Merkur wird auch dies den ganzen Monat tun, ändert im März also seine Position nicht mehr. Wichtig ist jetzt hier der Blick auch auf die Konjunktion zu richten. Oder wichtig ist es, dass wir auch hinschauen, hier Venus, Mars in Haus 2. Venus ist bis 11. März darin, der Mars sogar den ganzen Monat. Nun, was sind Venus und Mars? Diese beiden Planeten haben auch viel mit Motivation und Leidenschaft zu tun. Ja? Und
Im zweiten Haus geht es um materielle Sicherheit, also dass man sich um sein Geld kümmert, das man braucht, damit man materiell abgesichert ist, um die Dinge, die wirklich notwendig sind, bezahlen zu können. Und da geht jetzt auch Energie rein, ja? Da geht auch Leidenschaft und Freude rein, weil man hier einfach dafür kämpfen will, dass man seine Verantwortlichkeiten gut geregelt hat, was ja eine Steinbock-Thematik ist. Übrigens, ihr Lernen von neuen Fähigkeiten, ja, was mit Saturn in Haus 3 von mir angesprochen wurde, kann aber auch damit in Verbindung stehen, dass Sie sich Fähigkeiten aneignen wollen, wo Sie es vielleicht sogar mal Geld draus machen können oder beruflich was damit anfangen können, weil Saturn regiert ja auch dieses zweite Haus und sitzt in Haus 3. Auf alle Fälle, nochmals, es geht um die Entwicklung von neuen Fähigkeiten und materieller, sprich finanzieller Sicherheit, und da geht einfach Leidenschaft und Energie hinein. Nun wechselt aber die Venus am 11. März in Haus 3. Ich muss gleich immer selber lachen, ja, wenn ich hier die Planeten anschaue, wie die da schön wandern. Also wenn Sie es interessiert, das ist mit PowerPoint gemacht, gell? Das denken Sie sich aber schon, ja, wie man das so programmieren kann. Also die Venus geht dann in Haus 3 und ist dann auch bei Saturn und Sonne. Und ja, die Venus, ja, wie soll ich sagen, unterstreicht, dass sie in den Dingen, die sie lernen wollen, vielleicht etwas mehr auch den Spaßfaktor dann berücksichtigen wollen. Ja? Vielleicht auch den Faktor Schönheit, ja? Ästhetik oder den kunstvollen Aspekt mehr mit hineinnehmen wollen, denn das steigert ja noch mehr die Freude von etwas, was ich lerne. Ja? Wenn ich jetzt meinetwegen, was weiß denn ich, zum Beispiel eine Sprache lerne, dann kann man ja das machen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel, hat man herausgefunden, wenn das Sprachenlernen mit einer gewissen Melodie hinterlegt wird, ja, mit gewissen Schwingungen, ja, die dann parallel läuft, dann lernt man leichter und schneller. Ja. Sowas kann zum Beispiel diese Venus hier auch anzeigen. Nun möchte ich aber noch mal darauf hinweisen, dass ja die Sonne und Saturn keine harmonische Konstellation sind. Das bedeutet, dass es vielleicht etwas Spannungen auch geben kann mit Autoritäten, ja, mit Menschen, die Macht haben. Und naja, ab 11. März ist da die Venus mit drin. Die kann dann auch hier etwas Kühlung bringen, sodass keine Eskalation stattfindet. Aber auch auf einer Weltenebene natürlich, Saturn ist die Landwirtschaft, Sonne ist die Politik, ja, wir haben da weiterhin Spannungen und dies kommt vielleicht jetzt auch immer mehr auf bei den Menschen insofern an, dass bestimmte Dinge halt dann nicht mehr so funktionieren. Ja. So, dann geht ja die Sonne am 21. März in den Widder. Hurra, hurra, Frühlingsanfang. Ja, die Tage werden länger wie die Nacht. Und die Sonne ist dann in Haus 4. Das heißt, dort wo Rahu ist, ja, das ist ein sehr energetisches Bündel. Ja. Jetzt kommt da, weil Rahu nimmt auch die Wirkung von der Sonne an. Das heißt, jetzt gibt es da noch mehr Feuer und noch mehr Energie, und dies soll sich auswirken in Themen des vierten Hauses. Also sprich Engagement für ihr Zuhause, Engagement für Immobilien, Engagement für die Heimat. Ja? Für die Haus ist das Zuhause im kleinen Sinn, aber auch die Heimat, ja, im größeren Sinn. Möchte aber mehr dazu sagen, wenn wir das nächste Mal das Video anschauen, wenn es um April geht, weil die Sonne wird die ersten 3 Wochen im April auch in dieser Position bleiben. Auch Mars wechselt, der geht am 23. März ins dritte Haus,
haben ein bisschen eine ähnliche Situation wie Sonne, Saturn, weil auch Mars, Saturn, die vertragen sich nicht. Ja? Ganz im Gegenteil. Also das ist, ja, wie soll ich denn sagen, auch sehr disharmonisch und birgt auch, wie soll ich sagen, also birgt auch große Spannungen oder Eskalationsrisiken, die sich halt im dritten Haus entladen können. Ja? Das dritte Haus hat was mit Geschwistern zu tun, vielleicht auch mit Nachbarn oder mit Teammitgliedern. Diese Menschen werden auch dem dritten Haus zugeordnet. Natürlich auch auf einer Weltenebene, ja, ist das keine gute Konstellation, dass Saturn und Mars Konjunktion haben. Noch ist Venus da drin, die kann vielleicht die Dinge ein bisschen aufhalten, Wasser, ja, zur Verfügung stellen, dass hier nicht zu viel Feuer entsteht, weil der Mars in Disbalance ist. Aber Spannungen können halt zunehmen und es ist an Ihnen, wie Sie in Ihrem Verhalten, ne, Haus 3, in Ihren Meinungen, Haus 3, in Ihrer Ausübung Ihres Willens, Haus 3, trotzdem die Dinge, wie soll ich sagen, in einer friedlichen, überlegten und ruhigen Art und Weise ausführen, auch wenn Mars und Saturn hier störende Energien liefern. Gut, dann kommen wir noch zu dem so wichtigen Vollmond, der ist in der Waage. Und wir haben nicht nur Vollmond, wir haben auch eine Halbschatten-Mondfinsternis am 25. März. Nun, das bedeutet, drei Tage auch vor dem Vollmond, drei Tage nach dem Vollmond, am Vollmond selber auch, keine Vorhaben von großer Bedeutung bitte starten, weil auch unter dem Einfluss einer Finsternis sind die Erfolgsaussichten reduziert. Ansonsten ist der Vollmond sehr gut für die Meditation und für die Verehrung der Vorfahren. Der Vollmond in Haus 10 kann vielleicht auch ein Ereignis anzeigen, das in Ihrer Arbeit zum Tragen kommen kann. Okay, das soweit für den Monat März. Ich darf nochmal erinnern an die Sonderaktion meiner Ehefrau, die nur bis 29. Februar dauert. Ein Thema oder eine Frage oder eine Rundreise durch Ihr vedisches Horoskop. Sie erhalten dafür eine halbe Stunde eine Audiodatei, das Ganze für nur 97 Euro. Wenn Sie diese Chance nutzen wollen, unterhalb in der Videobeschreibung ist der Link. Dies war's gewesen für den Monat März 2024 für Sie als Aszendent Steinbock.